Bevor wir die Folge 29 starten, muss ich für eine nachgebrüllte Scheißhausparole aus Folge 28 Abbitte leisten. Es war eben nicht so, dass 1992-93 der AAA-Chipsatz bereits fix und fertig in den Schubladen der Amiga-Entwickler gelegen hat. Tatsächlich existierten, oder vielleicht existieren sie sogar noch, ganze 3 Versuchsboards mit wohl noch recht fehlerhaften AAA-Chips. Das gesamte Projekt wurde wegen der Finanzklemme von Commodore eingestampft und nie vollendet. Doch nun zu den Inhalten dieser Folge. Wir haben uns bereits die Hardware des Amiga 4000 angeschaut und nun beäugen wir die Software mal etwas genauer. Das letzte offiziell für klassische Amigas erschienene Betriebssystem ist das OS 3.9 von Hage und Partner. In dieser Folge wollen wir uns eben dieses OS auf der Festplatte des Amiga 4000 installieren, und zwar möglichst einfach und geradeaus. Bevor wir das machen, verabschieden wir uns von dem normalen Amiga-Dateisystem FFS und installieren das performantere Smart File System. Da wir für diesen Spaß auch ein wenig Wechseldatenträger-Hardware in die Hand nehmen werden, schauen wir uns auch die Installation des Windows-kompatiblen Dateisystems FAT mittels FAT95 an. Aus Zeitgründen wird das ein Zweiteiler werden. SFS und FAT95 sowie die Installation an sich auf der Festplatte, das kommt dann erst in der nächsten Folge dran. Der Amiga 4000 wird hierbei unser Versuchs-Amiga sein. Das Gezeigte kann man, mit entsprechender Hardware, auch in fast jedem anderen Amiga realisieren. Viel Spaß mit den 29. Yesterchips. Das Amiga OS 3.9 unterliegt, wie viele andere Amiga-Software-Titel auch, nach wie vor dem Urheberrecht. Daher ist es jedem Interessenten angeraten, sich dieses im Original zu kaufen. Bei Vesalia werden derzeit dafür rund 40 Euro aufgerufen. OS 3.9 unterscheidet sich deutlich von der Workbench 3.1. Alleine schon die Optik macht deutlich mehr her. War die Workbench 3.1 in Sachen Umfang noch ziemlich auf Selbstzweck ausgerichtet, so bringt OS 3.9 ein respektables Softwarepaket mit sich, welches beispielsweise einen Multimedia-Player, einen Webbrowser und eine verbesserte Shell mit sich bringt. Von Haus aus werden Festplatten Größe 4 GB unterstützt. Die Mindestsystemvoraussetzungen für OS 3.9 werden mit einem 68020er Prozessor, 6 MB RAM in Summe, einer Festplatte und Kickrom 3.1 beschrieben. Wobei diese Konfiguration wirklich nur dazu taugt, das OS zu laden. Wirklichen Spaß hat man damit nicht. Auf der anderen Seite sieht man aber, dass man beinahe auf jedem Amiga, wenn er denn entsprechend ausgerüstet ist, OS 3.9 nutzen kann. Es benötigt den AGA-Chipsatz nicht zwingend. Kann also auch auf OCS, ECS Amigas benutzt werden. Kickrom 3.1 ist wirklich eine echte Voraussetzung und muss vorhanden sein. Mit Kickrom 3.0 bleibt der Amiga in einem Dauerreset hängen. Das liegt daran, dass das OS 3.9 ein ROM-Replacement mit sich führt und dieses eben nur dann eingesetzt werden kann, wenn hardwareseitig Kickrom 3.1 vorhanden ist. Die Darreichungsform des OS 3.9 erfolgt auf CD-ROM. In unserem Amiga 4000 ist kein passendes Laufwerk eingebaut. Normalerweise würde man sich jetzt ein IDE-CD-ROM-Laufwerk besorgen, was ja keinen großen Aufwand derzeit darstellen sollte, würde dieses an den IDE-Bus als Slave klemmen und eine IDE-Festplatte als Master. Und man würde vor dem ersten Problem stehen, der Amiga kann nicht von CD booten, weil er keinen entsprechenden Treiber im ROM hat. Also gut, würde man sich vielleicht sagen, dann installiert man eben erstmal eine Workbench, wie etwa die 3.1. Nun, diese hat bekanntlich immer noch keinen CD-ROM-Laufwerkstreiber mit dabei, also müsste man sich einen Treiber holen, etwa aus dem Arminet, das Idefix-Paket mit Cache-CDFS. Irgendwie, vielleicht mittels dem Amiga Explorer und einem Null-Modem-Kabel, könnte man dann Idefix auf die Platte des 4000ers wuchten, die Installation durchführen und nun endlich die OS 3.9 CD-ROM einlegen und die Installation durchführen. Ja,
Das wäre der klassische Weg. Nur, ich stelle mir das ein wenig anders vor. Ich habe mir mal überlegt, wann ich überhaupt in der Verlegenheit bin, eine CD benutzen zu müssen bzw. zu wollen. Denn als Massenspeicher hat die CD ja ein riesiges Problem. Sie ist nicht beliebig oft beschreibbar. Ich kam zu dem Schluss, dass ich eigentlich nur zur Installation des OS 3.9 das Laufwerk benötigen würde. Also würde ich nun ein CD-Laufwerk einbauen, knalle ich mir damit eines meiner beiden IDE-Ports zu. Nee, also es ist übertrieben, es muss eigentlich nicht sein. Um die Situation vorher klarzustellen. Wir haben hier einen Amiga 4000. Könnte auch jeder andere sein mit einem IDE-Bus. An einen solchen kann man zwei Geräte anklemmen, Master und Slave. Es soll eine interne Festplatte zum Einsatz kommen, also bleibt nur noch ein IDE-Anschluss frei. Natürlich ist nach wie vor die Möglichkeit gegeben, sich noch weitere Anschlussmöglichkeiten für Massenspeicher zu schaffen, mit entsprechender Erweiterungshardware eben, doch davon sehen wir jetzt erstmal ab. Klar, mit SCSI hat man bis zu 7 Anschlussmöglichkeiten, doch wir gehen jetzt mal von dieser Baustelle hier aus. Kurze Info zur technischen Umgebung. Wir haben hier einen Amiga 4000 mit der A3640 Prozessorkarte, also einem 25 MHz getakteten 68040er Prozessor, 2 MB ChipRAM on board sowie 16 MB FastRAM on board. Zum Einsatz kommt nun als interne Festplatte diese Seagate mit 160 GB. Die Platte wird auf Master gejumpert. Auf der Festplatte ist noch nichts drauf, womit der Amiga etwas anfangen, geschweige denn booten könnte. An den zweiten IDE-Anschluss setzen wir diesen nicht gerade preisintensiven Compact Flash auf IDE-Adapter. Bekommt man in dieser Form für etwa 8 Euro bei Vesalia. Man kann das Teil mittels dem angebauten Slotblech in einen entsprechenden Slot einbauen, doch verrammelt man sich dadurch einen der wertvollen Zorro-Slots. Ich habe das Slotblech ein klein wenig so modifiziert, dass ich das ganze Ding am Expansion-Slot fest anschrauben kann. Mit dabei ist ein passendes Y-Kabel für die Stromversorgung. Der Adapter wird als Slave gejumpert. Dann brauchen wir natürlich noch eine Compact-Flash-Karte und zu diesem Thema werde ich keine Empfehlungen mehr aussprechen. Früher war ich mal der Meinung, dass die etwas teureren Industrial-Karten immer funktionieren würden, musste mich jedoch mittlerweile eines Besseren belehren lassen. So leid es mir tut, aber hier müsst ihr einfach selbst ausprobieren. In jedem Fall sollte die Karte mindestens in der Lage sein, den Inhalt einer gesamten CD aufnehmen zu können. Also 768 MB sind das Minimum. Damit haben wir auf der Amiga-Seite alles, was für die folgende Aktion notwendig ist. Zusätzlich brauchen wir einen Windows-PC mit CD, DVD oder Blu-ray-Laufwerk, die Amiga-Emulationssoftware WinUAE, welche ihr euch kostenlos downloaden könnt, und idealerweise dafür ein vorbereitetes HDF-File, also eine virtuelle Amiga-Festplatte mit einer bootbaren Workbench und, um dem Komfort den Vorzug zu geben, einem Dateimanager wie Directory Opus darauf. Ich benutze hierfür eine HDF mit lauffähiger Classic Workbench. Die hat alles, was man braucht, mit dabei und wer dazu im Speziellen eine Anleitung haben möchte, der schaut sich mal die YesterChips Folge 2 an. Da wird die Installation der Classic Workbench auf eine HDF-Datei beschrieben. Beginnen wir nun mit der Hardware-Installation, welche uns nicht vor unlösbare Probleme stellen sollte. Im Amiga 4000 brauchen wir dafür ein 40-poliges IDE-Kabel mit 3 Anschlüssen. Das einzige, worauf wir hier wieder achten müssen, ist die Markierung des Pin 1, also dort, wo die rote Litze am Flachbandkabel zu finden ist, dort haben wir auch Pin 1. In aller Regel sind bei unseren Endgeräten die Anschlüsse zwangsgeführt. Hier kann man eigentlich nichts falsch machen, nur auf dem Mainboard des Amiga 4000 finden wir eine einfache Stiftleiste. Hier muss man halt eben wirklich darauf achten, dass man Pin 1 dorthin setzt, wo auch die Markierung sitzt. Anschließend geht es an die Installation von unserer Festplatte und die wird im Amiga 4000 über einen kleinen Metallwinkel gehalten.
Wie es im Original im 4000er ausgesehen hat, kann ich leider nicht nachvollziehen. In meinem 4000er war anfangs keine Festplatte drin, deswegen habe ich jetzt hier nur die Festplatte an diesen Winkel angeschraubt. Das hält so, ist, wie ihr seht, auf der linken Seite jetzt überhaupt nicht geführt, aber es funktioniert. Wichtig bei der ganzen Aktion ist natürlich, dass die Festplatte keinen Kurzschluss verursacht auf der Rückseite des Daughterboards. Also der Spalt zwischen Festplatte und Daughterboard muss natürlich auf jeden Fall gegeben sein. Im Endeffekt haben wir an unserem IDE-Bus jetzt angeschlossen den Controller auf dem Amiga 4000 Mainboard, den Compact Flash Reader und die Festplatte. Damit sind die Hardware-Vorbereitungen am Amiga abgeschlossen. Wenden wir uns jetzt unserem PC zu. Hierfür brauchen wir, wie gesagt, eine Compact Flash Karte. Benutzt eine, die ihr guten Gewissens killen könnt, denn genau das werden wir jetzt damit machen. Mindestspeicherkapazität, wie gesagt, im Umfang einer CD-ROM, weil, ja, jetzt kommen wir zu dem Trick, den ich bei der ganzen Geschichte vorhabe. Ich möchte einfach die Amiga OS 3.9 CD-ROM komplett auf die Compact Flash Karte herüber kopieren. Was der ganze Spaß soll und was es im Endeffekt bringt. Manche können es sich vielleicht schon denken, aber gehen wir das Ganze jetzt schön durch, Schritt für Schritt. Bevor wir WinUAE jetzt starten, müssen wir zuvor noch eine Kleinigkeit erledigen, damit wir das mit unserer CF-Karte machen können, was wir damit vorhaben. Und ja, es ist schon eine kleine Ironie der Geschichte, dass wir dazu in einem 64-bittigen Windows 7 Super High Performance gelobt Gold Plus Mega Bonus Betriebssystem in die Kommandozeile gehen müssen. Klickt auf euren nicht mehr vorhandenen Start-Button und gebt ein Disk Part. Gebt's einfach nur ein und wartet, bis im Startmenü euch Disk Part als Icon vorgeschlagen wird. Geht dann mit einem Rechtsklick darauf und startet das Ding mit Administratorrechten. Oder ihr macht den kleinen Umweg über die Shell und gebt erstmal CMD hier ein. Aber auch hier wichtig, startet das Ganze mit Administratorrechten. Diskpart ist seit Windows XP Bestandteil von Windows. Leider bin ich nicht auf dem Laufenden, kann euch daher nicht sagen, wie das Ganze unter Windows 8 aussieht. Wenn es jemand besser weiß als ich, wovon ich ausgehe, schreibt es doch gerade in die Kommentare von diesem Video. Mit Diskpart lassen sich die verschiedenen Massenspeicher-Volumes verwalten, jedoch können wir hier noch ein wenig mehr machen als in der normalen Systemverwaltung von Windows. Die extra Funktion, die wir brauchen, heißt Clean. Und um dahin zu kommen und vor allem ohne Mist zu bauen, geht es jetzt Step by Step weiter. Als erstes geben wir ein List Disk. Wir bekommen eine Auflistung von den angeschlossenen Massenspeichern in unserem System. In meinem Computer hier habe ich jetzt nur zwei Massenspeicher drin. An erster Stelle sehen wir meine Festplatte und da haben wir jetzt auch schon den Hinweis auf die große Gefahr bei der ganzen Geschichte, denn mit Diskpart kann man sich ganz schnell die eigene Festplatte zerschießen. Als Datenträger 2 in dieser Auflistung sehen wir die 1 GB große Compact Flash Karte, die wir dann auch für unsere Aktion mit dem OS 3.9 benutzen möchten. Mit dem Befehl Select Disk 2 sagen wir Diskpart, dass es für die nachfolgende Aktion den Datenträger Nummer 2, also unsere Compact Flash Karte, auswählen soll. Nur rein sicherheitshalber, man muss diesen Schritt nicht unbedingt durchführen, aber Hasenfuß wie ich bin, kontrolliere ich lieber meine Schritte, gebe ich noch einmal ein List Disk. Und jetzt sehen wir dieses Sternchen vor dem Datenträger Nummer 2. Das heißt, unsere Compact Flash Karte Datenträger Nummer 2 ist ausgewählt. Und jetzt kommt der gefährlichste Befehl von allen. Clean Return. Ja, und da könnt ihr euch sicher sein. Wenn das durchgeführt ist, dann ist der Datenträger ultimativ platt. Windows selbst kann darauf nicht mehr zugreifen. Und mit anderen Worten, wir können damit jetzt via WinUAE machen, was wir wollen. Na, und das haben wir ja vor. Unter WinUAE habe ich mir eine Hardware-Umgebung eingerichtet, die meinem Amiga 4000 entspricht, also ein A4000, 040er Prozessor, Kick-ROM 3.1 und RAM 2 MB Chip und 16 MB Fast. Das kann aber jeder so machen, wie es ihm gerne beliebt. Lieber etwas mehr Power, dann dauert das Kopieren nachher nicht so lange.
Unter CD und Hard Drives habe ich mir ein Hardfile der Classic Workbench ADV hinzugefügt. Wie vorhin gesagt, hier haben wir alles mit dabei. Directory Opus zum Beispiel, was uns den kompletten Kopiervorgang stark vereinfachen wird. Wichtig ist, wir wollen davon booten, also das Häkchen muss bei Bootable gesetzt sein. Als nächstes fügen wir jetzt noch unsere Compact Flash Karte hinzu und hier sehen wir den einzigen Eintrag mit UNK, Unknown. Das System weiß nicht, was es damit anfangen soll und das ist Folge von unserer Disk Part Clean Aktion. So muss es dann aussehen. Wenn ihr hier statt UNK, MBR oder RDB stehen habt, dann wird die Aktion vermutlich scheitern. Dann führt lieber nochmal Disk Part durch. Nach dem Clean-Befehl sollte hier definitiv UNK stehen und nichts anderes. Als nächstes fügen wir noch ein Häkchen hinzu bei CDFS Auto Mount CD-DVD Drives, denn wir wollen ja schließlich auf unsere OS 3.9 CD zugreifen, welche sich momentan im CD-Laufwerk des PCs befindet. Wir könnten das Ganze jetzt schon starten, aber da war nur eine Kleinigkeit gewesen, weil wir hätten jetzt einfach die CD auf die Compact Flash Karte rüberkopiert. Wo wäre denn da der Vorteil? Nein, wir vervollständigen nachher, nachdem wir OS 3.9 kopiert haben, unsere Compact Flash Karte noch mit den Dateien, die wir sowieso auf den Amiga 4000 rüberschaffen wollen. Ich mounte jetzt hier mal mein LHA-Verzeichnis, mehr oder weniger mein Amiga-Download-Verzeichnis auf dem PC. Und hole mir dann da später noch die Packages von SFS, also dem Smart File System, und FAT95, unser Windows-kompatibles Dateisystem, gleich mit rüber auf die Compact Flash Karte. Da muss ich nachher das Ding nicht mehr hin und her tauschen. Starten wir also jetzt unsere Emulation und wir sehen die beiden Piktogramme Amiga OS 3.9 und Emergency Boot. Und das ist schon mal sehr gut, denn wenn wir diese beiden Piktogramme sehen, dann wissen wir, dass das Mounten des CD-ROM-Laufwerks funktioniert hat. OS 3.9, die Installations-CD, wird also erkannt. Was wir noch nicht sehen können, ist unsere Compact Flash Karte. Die müssen wir jetzt erst einrichten und das Ganze machen wir mit der HD Toolbox. Hier können wir, bevor wir das Ganze starten, nochmal in die Information des Piktogramms hineinschauen, ob unser Device auf UAE-HF-Device eingestellt ist. Das brauchen wir, um aus WinUAE heraus darauf zugreifen zu können. Wenn dem so ist, starten wir die Toolbox und wir sehen zweimal Unknown. Das zweite ist unsere Compact Flash Karte. Wir sagen Define New und lesen per Read Configuration die Konfiguration der Compact Flash Karte aus. In aller Regel sollte das funktionieren. Da haben wir nochmal die Bestätigung dazu. Es ist unsere Compact Flash Karte. Wir sagen einfach OK. Und das Ganze nochmal mit OK bestätigen. Und wir kommen zurück in den Startbildschirm der HD Toolbox. Jetzt gehen wir in Partition Drive. Wir wollen die Karte natürlich noch einrichten. Standardmäßig haben wir zwei Partitionen vorgesehen. Brauchen wir nicht. Wir wollen eine Partition, also löschen wir die zweite. Erweitern die Partition auf die komplette Speichergröße. Wir haben ja hier 1 GB zur Verfügung. Ich nenne das Ding jetzt mal SDH0. Und wir sagen noch, dass unsere Karte bootable sein soll, damit wir später davon auch starten können. Dateisystem lassen wir auf International FFS. Damit kann nämlich unser Amiga Kick-ROM standardmäßig umgehen. Und noch jetzt Save Change to Drive. Mit einem Klick auf Exit ist das Ganze dann abgeschlossen. Und wir starten unsere Emulation jetzt einmal neu, damit die Compact Flash Karte eingebunden wird. Wir sehen nun da unten SDH0 und dahinter eine ziemlich verunglückte Datenträgerbezeichnung. Kümmern wir uns später darum. Jetzt schauen wir erstmal in meinen LHA-Ordner hinein, in dem es ziemlich wild aussieht. Alles, was wir uns hier besorgen wollen, sind die LHA-Packages vom Smart File System und von FAT95.
Der Einfachheit halber schiebe ich jetzt erstmal alles, was ich brauche, rüber in das RAM-Disk-Verzeichnis. Logischerweise sollte man danach die Emulation nicht mehr neu starten, denn dann ist die RAM-Disk ja platt. Ja? Also erstmal alles da schön rüber kopieren. FAT95 ebenfalls. Und jetzt schauen wir in die RAM-Disk hinein. Und der Vorteil von der Classic Workbench ist, es ist ein Unzipper gleich mit installiert, also ein Doppelklick auf dem Icon genügt. Und wir können direkt den Inhalt extracten. Das mache ich hier in das Temp-Verzeichnis. Das liegt klassischerweise ebenfalls auf der RAM-Disk unter T. Und da sehen wir jetzt hier das entpackte Smart-File-System. In diesem Ordner befindet sich jede Menge Zeugs und Krempel. Tutorials, ein Defragmentierungsprogramm, Konfigurationsdateien für das Smart-File-System. Kann man alles mitnehmen, ist sogar empfehlenswert. Aber alles, was wir für unsere Zwecke brauchen, befindet sich im Ordner Amiga OS 3.x. Und hierin im Ordner L liegt das eigentliche Smart-File-System. Das ist der Kern der ganzen Angelegenheit. Und nur diese eine Datei kopieren wir uns jetzt mal raus auf die RAM-Disk, damit wir sie später zum Einsatz bringen können. FAT95 lassen wir jetzt erstmal ungetastet, bleibt so wie es ist. Wir kümmern uns nun darum, dass die Compact-Flash-Karte ordentlich formatiert wird. Momentan ist sie ja nur eingerichtet als Laufwerk, aber noch nicht formatiert. Deswegen sieht auch die Bezeichnung so verunglückt aus. Wir formatieren das ganze Ding also und sehr wichtig an dieser Stelle ist es, dass sie genauso heißt wie die Amiga OS 3.9 CD, nämlich Amiga OS 3.9, alles zusammen hintereinander weggeschrieben. Das ist wichtig, sonst bekommen wir später beim Installationsvorgang von OS 3.9 Probleme. Ob man hier den International Mode nun rausnimmt oder drin lässt, das ist egal. Quick Format auf jeden Fall, absolut ausreichend. Normale Formatierung sollte man bei Flash-Modulen ja sowieso nicht machen. Jetzt sehen wir also, wir haben die Compact Flash Karte formatiert. Sie sieht von der Bezeichnung her genauso aus wie die Bezeichnung von der OS 3.9 CD. Starten wir jetzt Directory Opus, um unseren Kopiervorgang zu starten. Ins linke Fenster setze ich SDH0, das ist unsere Compact Flash Karte. Die ist bekanntlich leer, haben wir gerade frisch formatiert. Und rechts CD0 Doppelpunkt, das ist der Inhalt unserer Amiga OS 3.9 CD. Mit einem Klick auf All markieren wir alles auf der CD und mit einem Klick auf Copy starten wir den Kopiervorgang. Wir kopieren jetzt den kompletten Inhalt der OS 3.9 CD-ROM auf unsere Compact Flash Card. Nein, den Vorgang kürzen wir jetzt mal ab. Der dauert ein bisschen. Für die Dauer des Kopiervorganges könnt ihr euch echt erstmal euer Strickzeug holen. Es dauert wirklich eine ganze Zeit lang. Wenn wir dann soweit sind, habt ihr den Inhalt eurer CD-ROM auf die Compact Flash-Karte kopiert und da wir schon mal im Directory Opus sind, gehen wir ins RAM-Verzeichnis und kopieren uns von hier das Smart-File-System und FAT95 ebenfalls rüber auf unsere Compact Flash-Karte. Für den weiteren Verlauf unseres Vorhabens brauchen wir diese Dateien ja. Nun brauchen wir die CD von Amiga OS 3.9 nicht mehr und es ist wirklich anzuraten, dass ihr sie jetzt aus eurer Emulation herausnehmt, denn ansonsten habt ihr nach einem Neustart folgende Situation. Ihr habt zwei Amiga OS 3.9 Piktogramme und zwei Emergency Boot Piktogramme. Das ist sehr verwirrend, also geht lieber in die WinUAE-Steuerung hinein und nehmt das Häkchen bei CDFS heraus. Denn jetzt brauchen wir eh nur noch das, was auf der Compact Flash Karte drauf ist. Im Folgenden müssen wir ein paar Tricks anwenden, damit unsere Amiga OS 3.9 Compact Flash Karte bootbar wird. Denn das ist sie momentan noch nicht. Dafür gehen wir in das S-Verzeichnis, welches wir unter Emergency Boot finden und editieren hier die dort befindliche Startup Sequence. Dafür gehen wir in die Reihe mit dem Eintrag Assign nil libs df0 libs add. Setzt da einfach ein Semikolon davor. Genauso wie wir den kompletten Block mit dem RTG-Support mit einem jeweiligen Semikolon am Anfang der Zeile auskommentieren. Der Hintergrund wird sich später noch erschließen. Wir wollen ohne CD arbeiten und auch ohne Disketten. Diskettenzugriff wäre aber jetzt hier geschehen. Wie das Ganze zusammenhängt, dazu kommen wir jetzt im Anschluss. Wir erstellen uns unter WinUAE eine Floppy-Diskette.
Nichts einfacher als das, ein Klick auf Floppy Drives und auf Create Standard Disk. Damit erzeugen wir eine ADF-Datei, also eine Floppy-Image-Datei, welche von der WinUAE-Emulation als reale Diskette angesehen wird. Irgendeinen Dateinamen eingeben, den ihr gerne hättet, und dann habt ihr diesen im Dropdown-Menü gleich an erster Stelle zur Auswahl stehen. Mit einem Klick auf OK kommt ihr zurück in eure Emulation und ihr bekommt nun dort angezeigt, eine leere Diskette ist angelegt worden. Jetzt wagen wir uns das erste Mal in die offizielle Amiga OS 3.9 Installationsroutine. Dazu starten wir die OS 3.9 Installation von unserer Compact Flashkarte und wir führen die erste uns zur Verfügung gestellte Funktion aus, nämlich wir sollen eine Notfalldiskette erzeugen. Diese Notfalldiskette ist normalerweise dafür gedacht, damit man den Amiga später starten kann, sollte er mal kritisch abgestürzt sein. Wir machen das jetzt und wir erzeugen damit eine Notfalldiskette auf unserem eben erstellten Disketten-Image. Diese Notfalldiskette ist selbstverständlich bootbar und das ist der Vorteil gegenüber unserer Compact Flashkarte, denn diese ist nicht bootbar. Wir haben sie zwar in der HD Toolbox als bootbar deklariert, aber es ist nichts darauf, von dem der Amiga booten könnte. Es ist keine Startup Sequence drauf, es ist gar nichts drauf, mit dem der Amiga irgendwie booten könnte. Jetzt haben wir unsere Startdiskette also erstellt und ja, dreimal dürft ihr raten, was jetzt passiert. Wir kopieren den Inhalt von unserer Emergency Disk auf unsere Compact Flashkarte, die da heißt Amiga OS 3.9. Ganz einfach den kompletten Inhalt der Diskette markieren, wieder geschieht das mit einem Klick auf All und anschließend Copy. Und schon haben wir, oh Wunder, unsere Amiga OS 3.9 Compact Flashkarte bootbar gemacht. Damit das Ganze dann wirklich reibungslos funktioniert, müssen wir erneut eine Startup-Sequence editieren. Diese befindet sich nun, wenn wir uns alle Dateien anzeigen lassen, unter Amiga OS 3.9 auf unserer Compact Flashkarte und hier im Verzeichnis S und wieder Startup-Sequence. Hier drin müssen wir die Zeile hinzufügen, Assign Emergency-Disk Doppelpunkt Amiga OS 3.9 Doppelpunkt. Denn der Inhalt der Emergency Disk befindet sich ja jetzt nicht mehr auf DF0, nicht auf der Diskette, sondern auf unserer Compact Flashkarte namens Amiga OS 3.9. Speichert das Ganze ab und damit haben wir die softwareseitige Vorbereitung am PC erledigt. Die Karte kann jetzt aus dem PC raus, rein in den Amiga und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann wird die Kiste jetzt von der CF-Karte booten. Gerade nochmal zum Verständnis, wie diese beiden Startup-Sequences zusammenhängen. Als erstes schaut der Amiga, ob ein bootbares Laufwerk vorhanden ist. In diesem Fall ist das unsere Compact Flash-Karte, die wir als bootable gekennzeichnet haben in der HD Toolbox. Dann schaut er nach, ob es darauf ein S-Verzeichnis und eine Startup-Sequence gibt. Ja, diese findet er, und zwar die Startup-Sequence der Notfalldiskette. Und diese Notfalldiskette erwartet, dass auf der Festplatte, in unserem Fall der Compact Flashkarte, das Verzeichnis Emergency Boot vorhanden ist. Und eben unter diesem Emergency Boot haben wir ja zuerst die erste Startup Sequence geändert. Also wird zuerst die Startup Sequence der Notfalldiskette ausgeführt und diese greift dann auf die Startup Sequence unter Emergency Boot zu. Ja, geht ein bisschen verquer, aber Hauptsache es läuft. Bis zu diesem Punkt haben wir jetzt eine universell einsetzbare und bootbare Compact Flashkarte erstellt, die wir in jedem Amiga zum Einsatz bringen können, der mit einem Compact Flash Adapter ausgerüstet worden ist und der Autoboot fähig ist. Mit so einer Karte könnt ihr jetzt schon OS 3.9 installieren. Allerdings wollten wir uns ja zuvor das Smart File System auf unserer internen Festplatte einrichten. Diesen Vorgang sowie die Installation von OS 3.9 an sich und die Ertüchtigung unseres Amiga mit dem Windows-kompatiblen Dateisystem FAT via FAT95, das seht ihr dann im zweiten Teil, mit anderen Worten in den Yester Chips Folge 30.
An dieser Stelle bereits eine kleine Ankündigung. Nach der Folge 30 wird erstmal eine Zeit lang Sendepause bei mir sein. Wir haben hier bei uns im Haus Umbauarbeiten anstehen, die im Januar beginnen und die den Umstand mit sich bringen, dass ich mein gesamtes Equipment erstmal im Dachboden verstauen muss. Diese Information interessiert jetzt weniger, wenn du dir dieses Video im Jahr 2022 oder so anschaust. Es geht jetzt an meine treuen Zuschauer, die es am liebsten so haben, die Videos direkt bei Erscheinungstermin anzuschauen. Die Folge 31 wird vermutlich erst Anfang März 2015 kommen. Aber geplant ist hier ein kleines Special. Im Jahr 2014 kommt auf jeden Fall noch die Folge 30. Bis denn dann, Adele, ciao und bye bye, euer Mick.